willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute haben wir wieder eine kleine Infofolge für euch zusammengefasst. Das Gute ist, theoretisch alles, was es Wissenswertes gibt, steht auch schon direkt in der Pokémon Go App. Das ist ja nicht immer so. Meistens müsst ihr auf ominösen Seiten rumschauen, in diversen Telegram-Gruppen. Da steht da mal ein Batzen, weil die News bei Pokémon sich so kurz und ungenau halten wie nötig. Jetzt ist es aber anders. Das Einzige, was nicht da steht, werden wir auch gleich am Anfang sagen. Ihr wisst ja, die ganze Zeit konntet ihr schon die Pokémon-Box auf 3000 erweitern, der Itembeutel eben nicht. Der Itembeutel war die ganze Zeit nur bis 2500 erweiterbar. Jetzt ist es soweit, ihr könnt jetzt in den Shop und könnt mit euren 8000 Münzen den Itembeutel auch noch erweitern. Wenn ich es finde, hier Itembeutel. Ihr könnt jetzt, da drücke ich natürlich nicht drauf, auch gleichziehen mit der Pokémon-Box, könnt beides auf 3000 erweitern. Ob das jetzt nötig ist oder nicht, müsst ihr für euch entscheiden. Also mir reichen die 2500 eigentlich komplett. Ich weiß nicht, ich schmeiß am Tag immer erstmal alles weg, dass ich so 1500 habe. Und abends habe ich dann trotzdem fast wieder 2500, aber ich komme gut hin. Ist für mich also unnötig, ich muss da nichts erweitern, auch der Pokémon-Platz reicht eigentlich erstmal aus. Wie es weitergeht, müssen wir sehen und dann gibt es zwei tolle Neuigkeiten, eine toller als die andere. Wir gucken aber erstmal hier oben rein, neue Möglichkeiten für das Kämpfen in Raids, Aufpowern deiner Pokémon, Erhalten von Geschenken zum Versenden und mehr. Die ganze Zeit war ja schon die Spekulation da, Raids von zu Hause aus machen oder Hong in seinem einen Video, wie er in den Titel schreibt, erlaubt Pokémon Go spoofen. Das wäre natürlich die einfachste Methode und würde Gleichheit für alle schaffen. Jetzt ist es aber wieder anders als man denkt, ihr könnt Raids von zu Hause aus machen, wenn ihr eine Arena in der Nähe habt, also... Es ist trotzdem wieder eine Ungleichheit da. Manche Leute sitzen zu Hause auf dem Sofa und haben einfach jetzt schon eine Arena bei sich und kommen an eine zweite Arena ran. Manche Leute sitzen zu Hause auf dem Sofa, weit und breit nichts. Wie sollen die also sowas nutzen, einen Remote Raid Pass, wenn da sowieso nichts ist? Denn wie es auch hier im Titel steht, also im Text, mit einem Fern-Raid Pass kannst du von überall aus auf Raid-Kämpfe in der Nähe zugreifen, die du auf dem Bildschirm sehen kannst. Sprich, alles was in der Nearby-Liste ist, könnt ihr nutzen, damit könnt ihr interagieren. Aber ich sag mal so, bei mir alles was in der Nearby-Liste zu sehen ist, ist sowieso so weit in der Nähe, dass ich da auch einfach hinlaufen kann. Ja gut, Kontaktverbot, sonst was, keine Ahnung, Corona, aber... Es ist ja keine Ausgangssperre, bei uns zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber eigentlich ist das ja deutschlandweit gleich. Vielleicht gibt es auch welche aus anderen Ländern, die dazugucken. Und solange es keine Ausgangssperre gibt, finde ich, gehe ich trotzdem für den täglichen Raid Pass trotzdem mindestens einmal vor die Tür. Denn 24 Stunden in der Wohnung geht einfach auch nicht. Man muss ja mal raus, man kann das ja auch verbinden mit Einkaufen, wenn ich weiß, die Wurst ist leer. Toast brauche ich auch wieder und eine Familienpizza. Dann gucke ich eben, wo ist ein Raid, wie mache ich das? Ach, an der Brücke ist ein Raid. Ich mache einen kleinen Spaziergang aus dem Haus zur Brücke, mache da meinen täglichen Raid-Pass weg und auf dem Rückweg gehe ich da beim Einkaufsladen vorbei. Wir wollen keinen speziellen nennen. Nehme mir gleich meine tägliche Ration Wurst und Toast und Familienpizza mit, gehe dann wieder heim. So habe ich einen Spaziergang gemacht, war in der frischen Luft, habe mir die Beine vertreten, habe meinen Raid Pass weg, habe meinen Einkauf erledigt. Also das müsste auf jeden Fall alles drin sein. Für sowas brauche ich selber aber keinen Fern-Raid Pass. Fern-Raid Pass wäre, wenn welche sagen, jo, wir machen den Raid am Friedhof da oben, den sehe ich nicht, da müsste ich 3 Stunden durch die Stadt laufen bei meiner Geschwindigkeit. Dann könnte ich sagen, okay, ich mach mit. Aber den kann ich ja nicht erreichen von hier, weil der ist nicht in der Nearby-Liste. Und das, was in der Nearby-Liste ist für mich, da laufe ich halt hin. Momentan, den aktuellen Raid-Boss könnt ihr theoretisch auch mit 2 Accounts schon besiegen. Mit 3 Accounts ist es richtig leicht. Und da ihr ja trotzdem euch mit einer weiteren Person draußen aufhalten dürft
Und ich ja meistens auch in letzter Zeit mit dem Ditschen unterwegs bin und sag, komm, ich gebe dir zwei Handys, ich nehme zwei Handys, wir stehen dann mit vier Handys da und machen den Raid so unter uns. Da ist das jetzt keine Massenversammlung, wir sind nur zwei Leute, wir können den Raid Pass locker flockig raushauen, wir können den Raid machen. Also ist für mich die bessere Alternative als diese Fern-Raids, für mich jetzt nicht nutzbar für andere Leute, die jetzt zu Hause gefangen sind, aber keine Arenen in der Nähe haben, die können das ja eh nicht nutzen. Und für die Leute, wo alles voll ist, die sowieso eine gute Community haben, die brauchen wahrscheinlich die Wohnung nicht mal verlassen und brauchen diesen Fan-Raid-Pass nicht mal, weil sie so viele in der Nähe haben, dass sie auch jetzt schon da rankommen. Es ist an sich gut gedacht, aber irgendwie meiner Meinung nach trotzdem nicht so effektiv, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können. Dann gibt es eine tägliche Bonus-Feldforschungsaufgabe, ohne einen Pokestop drehen zu müssen. Das ist ganz cool für die Leute, die wirklich keinen Pokestop in der Nähe haben und nichts und da ja auch diese doppelte Distanz nur für Arenen gilt, nicht für Pokestops. Habt ihr bei Pokestops trotzdem meistens noch die Arschkarte. Da bin ich gespannt, aber was da kommt, weil es bei Pokestops, da könnt ihr ja drehen, bis ihr schwarz werdet und euch da einfach eine Quest raussuchen, die euch gefällt. Aber wenn ihr jetzt eine am Tag zugeteilt bekommt, und dann ist das vielleicht Brüde 5 Eier aus. Und ihr sitzt zu Hause und denkt, wow, beste Quest ever. Und die könnt ihr ja, wenn ihr die löscht, dann ist sie halt weg und ihr kriegt ja keine andere, wenn ihr nur täglich eine zugewiesen bekommt. Da muss man mal sehen, was da für Aufgaben kommen. Oder ob diese auch wirklich so angepasst sind, dass das einfach nur ist, entwickle ein Pokémon, verschicke ein Pokémon, mach einen Raid von zu Hause mit dem Remote Raid Pass ohne Arenen. Da sind wir mal gespannt. Und selbst wenn ihr auf den Fernraid-Pass zugreift, aber keiner da ist, der mitmacht, nützt euch der ja auch nichts. Habe ich noch vergessen in Punkt 1. Aber mal gespannt, wie das ist, wie eure Meinung dazu ist, vor allem auch. Dann, was ganz wichtig ist, wenn dir die Geschenke ausgehen, wagt sich dein Kumpel-Pokémon zu nahegelegenen Pokestops, bringt einige Geschenke zurück, die du an deine Freunde senden kannst. Das ist natürlich schön, wenn ihr keine Pokestops habt. Viele sagen ja, ich habe keinen Homestop, deswegen ich kann momentan keine Geschenke und so machen, aber das ist ja auch wieder nur für die Sachen, die in der Nähe sind. Und ich, wie ich schon gesagt habe, wenn ich dann einen Pokestop in der Nähe habe, der einfach 5 Meter von mir entfernt ist, ich komme von hier nicht hin, dann mache ich halt mal einen Spaziergang. Muss ja keiner wissen. Obwohl, man darf doch vor die Tür gehen, deswegen. Ach, das ist schlecht zu beschreiben, schlecht zu sagen, wie auch immer. Der läuft ja jetzt nicht nach Honolulu und bringt da einfach Geschenke mit. Das wäre komisch. Also gut gemeint, aber ich glaube, ja, das ist auch wieder nur ein ganz kleiner Teil, der das braucht, der wirklich sagt, nein, ich bin ans Bett gefesselt, ich darf nicht raus. Oder ich bin in Quarantäne, Bruder, deswegen mein Buddy holt jetzt die Geschenke. Du kannst dein Pokémon auf den gewünschten WP bringen. Auf den WP, was ist der WP? Der Wettkampfpunkte. Ich hätte ja auf die gewünschten WP, aber gut, das ist immer so flapsig übersetzt, indem du die volle dafür erforderliche Menge an Bonbons und Sternenstaub gleichzeitig einsetzt. Das ist auf jeden Fall, Adi dreht durch, sehr genial, weil dieses ewige Pushen hat einfach so unglaublich genervt. Jedes Mal eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, beziehungsweise es ging immer nur eine halbe Stufe weiter. Jetzt einfach, okay, Level 40, boom, gleich eine Million weg. Alles super, wenn ihr euch da einmal verdrückt. Nee, das finde ich auf jeden Fall schön. Und auch, nachdem du ein Sternstück, Glücksei oder Rauch verwendet hast, kannst du mehr von demselben Item verwenden, um den jeweiligen Effekt über das übliche 30-Minuten-Limit hinaus zu verlängern. Warte also nicht länger, bis ein Item-Effekt abläuft, bevor du das nächste verwenden kannst. Das heißt, normal nehmt ihr ja im Prinzip ein Glücksei. Das läuft eine halbe Stunde, ihr denkt dann immer, boah, ist es schon vorbei, ist es schon vorbei, ich sehe es ja nicht. Wenn ich im Entwicklungsbildschirm bin, dann müsst ihr raus, müsst gucken, wenn es abgelaufen ist, müsst ihr das nächste rein. Ihr könnt jetzt theoretisch zwei Glückseier anwählen zur gleichen Zeit und die laufen dann halt eben eine Stunde statt einer halben. Kombiniert sich das und ihr habt dann direkt eine Stunde Glücksei oder mit Rauch könnt ihr das machen. Wenn der Rauch bei dem Rauch-Event noch eine Stunde hält und das Event geht eben 6 Stunden von 11 bis 17 Uhr, glaube ich, dann könnt ihr theoretisch direkt 6 Rauchs mit einmal anwählen und die sind dann einfach, dann ist der Rauch 6 Stunden komplett aktiv, ohne dass ihr zwischendurch immer noch einen neuen zünden müsst, denn ihr verpasst ja vielleicht mal,
das ist gerade abgelaufen, ihr fangt noch oder seid eingeschlafen und dann, oh, ich habe den Rauch vergessen, ich muss einen neuen zünden. So ist, wenn der eine weg ist, der andere direkt da, beziehungsweise er geht gar nicht erst weg, weil die Zeit ja insgesamt dasteht. Das ist auf jeden Fall auch cool. Aber wer setzt sich schon hin und macht 7 Stunden Rauch und chillt heftig auf dem Sofa? Ich habe auf dem Ramses Kitchen Account immer noch 47 Rauch drauf gehabt, weil ich, glaube ich, nur einmal einen benutzt habe und ansonsten gar nicht. Also, da kann sich der Herr Siegel freuen, dass er jetzt so viel Rauch übrig hat, den er bestimmt am Rauch-Event-Tag nutzen kann. Das also das eine, und eben haben wir es schon angesprochen, das Rauchtag-Event, oder wie Bisa-Fan sagen würde, der Event. Zum allerersten Mal lockt Rauch in vorgegebenen Zeiträumen bestimmte Pokémon von bestimmten Typen an. Es war ja damals schon im Gespräch, dass es vielleicht auch verschiedene Rauchs geben könnte. Rauch, der direkt nur Feuer-Pokémon anlockt. Rauch, der direkt nur Wasser-Pokémon anlockt. So Typen Rauchs gibt's immer noch nicht. Ob das jemals kommen wird, weiß man nicht. Aber dafür gibt's ja jetzt das Rauchtag-Event am Sonntag, dem 19. April. Also das ist schon diesen Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr. Sind also wirklich 6 Stunden. Ihr könnt also 6 Rauchs mit einmal zünden, die dann komplett durchlaufen. Und ihr seht auch, was da dabei ist. Von 11 bis 12 Uhr Wasser-Pokémon wie Quapsel, Shiny, Tentara, Shiny, Seemobs, kein Shiny, kommen zu deinem Rauch geschwommen. Oh mein Gott. Von 12 bis 13 Uhr Feuer-Pokémon wie Fukano, Shiny, Ponita, Shiny und Hundemon, Shiny, brennen darauf, deinen Rauch zu finden. Von 13 bis 14 Uhr Pflanzen-Pokémon wie Mirapla, Shiny, Roselia, Shiny und Lilip, Shiny, sprießen in der Nähe deines Rauchs. Finde ich auch schön umschrieben immer. 14 bis 15 Uhr dann Psycho-Pokémon wie Fleckmon, Pupanz, Shiny und Bronzel, Shiny erscheinen in deiner Zukunft. Erscheinen in deiner Zukunft? Was geht da ab? Von 15 bis 16 Uhr Käfer-Pokémon wie Shiny Raubi, Ladybar und Shiny Pionskora, der rote, richtig krasse Dude, krabbeln zu deinem Rauch. Und die letzte Stunde 16 bis 17 Uhr Boden-Pokémon wie Felino, Schmerbe und Hippopotas. Wobei Schmerbe und Hippopotas natürlich auch Shiny sein können. Ich gar nicht wusste, dass Schmerbe ein Boden-Pokémon ist. Das ist doch ein Sustrümming-Pokémon, wie Ramses Kitchen mir gelehrt hat. Der hat nämlich seinen Buddy gewechselt auf Sustrümming. Die graben sich auf jeden Fall zu deinem Rauch. Das ist auf jeden Fall also sehr interessant. Eine Stunde immer bestimmte Typen. Mal gucken, ob jemand einen Shiny bekommt bei dem Event und dann eben von welchem Typ. Oder ob vielleicht in jeder Stunde von jedem Typ er mindestens einen Shiny bekommt. Das wäre richtig genial. Was ist auf jeden Fall euer Favorit? Wasser? Feuer? Pflanze? Psycho, Käfer oder Boden? Ich weiß es nicht, wenn ich mich entscheiden müsste, was das krasseste wäre. Feuer setze ich so gut wie eh nie ein. Wasser hat eigentlich coole Spawns, so wie es hier steht. Pflanzen, Psycho. Bei Psycho ist, glaube ich, Bronzel bisher das seltenste von den Spawns, die da sind. Käfer, Boden, Ich würde entweder auf Wasser oder Boden gehen, aber ich glaube, von den drei Pokémon, die da stehen, gefällt mir Wasser am besten. Quapsel, Tentara und Seemobs. Quapsel, Tentara, einfach Generation 1, sehen auch als Shiny. Richtig genial aus, coole Pokémon, alles dabei. Deswegen, mein Favorit wird 11 bis 12 Uhr sein, die Wasser-Pokémon. Schreibt ihr mal rein, freut ihr euch auf die Änderungen? Was haltet ihr von dem ganzen Fan-Rate-Pass-Gedöns und den anderen Sachen? Werdet ihr euren Item-Beutel auf 3000 hochschrauben? Und was ist euer Favorit bei dem Rauch-Event? Welche Stunde suchtet ihr am meisten? Welchen Typ wollt ihr am meisten abklappern? Sagen wir es mal so. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wieder. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Boah, da wurde die Freundschaft einfach erhöht.